Guten Morgen und willkommen in der neuen Woche. Ihr habt sicher schon den Montagswitz angeschaut. Und die Woche werde ich 2000 Abos knacken. Yeah! Es ist vollbracht. Mein Video ist online. Pokémon Go. Players Hunt. Mein 2000er Special. Hallo meine Lieben, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber bei YouTube kann man ja Untertitel dazu schalten. YouTube macht die auch automatisch. Die Automatik-Untertitel bei YouTube funktionieren aber noch nicht so richtig gut. Darum kann man auch selbst Untertitel erstellen und zu den Videos einfügen. Durch Untertitel können auch Menschen, die schwerhörig sind oder gehörlos, YouTube-Videos im vollen Umfang genießen. Meine Montagswitze zum Beispiel, die sind seit Beginn an mit Untertitel ausgestattet. Der Rest meiner Videos ist, glaube ich, bei 70%. Wie man sich vorstellen kann, ist das sehr, sehr viel Arbeit. Und ich schaue mir heute an, wie der ORF das macht. Und darüber werde ich ein Video für meinen Kanal machen. Einen schönen guten Morgen. Hey, wenn ihr eine Idee habt, wie wir den Workshop nennen könnten, wäre das ziemlich cool, wenn ihr mir hier schreibt. Danke. Langsam, und es kommt immer sehr auf den Interviewgast an. Es ist zum Beispiel unser hauseigener Politikexperte Peter Filzmeier, ist sehr schwierig. Von denen wir tagelang hören, ist das nur die Absicherung der Macht Erdogans oder auch Hinweis auf Punkt. Die Idee, Marco, dass hier eine Terrororganisation mit Sitz in den USA ausgeschaltet werden soll, die wird von... Also Leute, es ist jetzt knapp vor 11 Uhr, die Untertitel für die ZIP2 sind erledigt, fix und fertig und schon auf der TVT zu sehen. Ich bedanke mich bei Markus. Servus. Servus, danke euch. Er hat einen spannenden Einblick. ORF. Wie wir. Ein Wiedersehen mit einem alten Freund. Neuer Rolli und das Kugellager. Ist schon kaputt. Nicht cool. Lieber Otto Bock. Ich habe heute Abend ein Ei ausgebrütet und in einer Arena Kämpfe gewonnen und Kämpfe verloren. Bei der Gelegenheit muss ich einfach mal sagen, dass man als E-Rolli-Fahrer da wirklich seine Vorteile hat. Man kommt nicht mal ins Schwitzen beim Eier ausbrüten. Der Nachteil ist, man tut auch nichts für seine Figur dabei. Schade.